Die Frauen waren da sehr verunsichert, gerade mit Kindern. Die sind oft um 9 Uhr morgens schon in öffentliche Bunker gegangen. Wenn die dann müde rauskamen und man war dann auf der Straße, ich habe selbst einmal erlebt, dann kamen die Tiefflieger. Und da ist mir oft gelaufen in der Straße und hat gesehen, dass man noch schnell bei der Tür wo reinkam. Die haben mir auf alles geschossen, was nachher auf der Straße sich bewegt hat.